Hallo, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist ein Livestream am Abend des 16. März 2024, live aus Würzburg natürlich. Heute Abend geht es hier um den Würzburger Schicksalstag. Für alle, die von außerhalb zugucken, das sind ja doch immer einige, und die Gegebenheiten hier vor Ort nicht so genau kennen, möchte ich die Zusammenhänge ganz kurz am Anfang erklären. Am 16. März des Jahres 1945, also heute und man könnte sagen fast auf die Minute genau vor 79 Jahren, wurde Würzburg bei einem alliierten Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Die Stadt, die vorher wegen ihrer besonderen Schönheit den Beinamen das Florenz am Main trug, nannte man danach das Grab am Main, denn die historische Altstadt wurde zu über 90% völlig zerstört. In nur 20 Minuten wurden über 1000 Tonnen Spreng- und Brandbomben von mehr als 500 Flugzeugen abgeworfen. Zwischen 4.000 und 5.000 Menschen kamen in dieser Nacht ums Leben. Die endgültige Zahl ist nie wirklich geklärt worden. Augenzeugen berichten, dass man in jener Nacht in ganz Unterfranken, im nahen Baden-Württemberg und sogar im entfernten Thüringen das brennende Würzburg am Horizont sehen konnte. Seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition, dass die Stadt Würzburg den Opfern dieses Angriffs und den Opfern des Zweiten Weltkriegs gedenkt. Rund um dieses Datum gibt es immer viele Veranstaltungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Auch in diesem Jahr ist das so. Und immer am 16. März treffen sich in den Abendstunden rund um den Dom und in der Innenstadt viele, viele Würzburger, in manchen Jahren einige hundert, um beim Mahnläuten dabei zu sein. Denn auch das gehört zur Tradition unseres schwärzesten Tages in der Geschichte von Würzburg. Am 16. März läuten alle Kirchenglocken in der Zeit, in der der Angriff war, also von 21.20 Uhr bis 21.40 Uhr. Würzburg ist landläufig bekannt als die Stadt mit den meisten Kirchen in Deutschland. Das heißt, es sind so rund 60 Kirchen, die man dann jetzt gleich für 20 Minuten läuten hört. Und das ist dann auch immer ein ganz ergreifender Moment. Es gibt auch immer noch Zeitzeugen, die in Würzburg sich jedes Jahr treffen rund um dieses Datum und auch davon berichten. Auch in der Zeitung kann man mir davon lesen. Und beruflich, da ich ja in einem Seniorenheim arbeite als Betreuungskraft, spreche ich auch häufig mit den alten Menschen über dieses Thema. Wenn sie darauf mich ansprechen oder davon erzählen, ich bohre da nicht so drin rum, wenn es geht, sondern wenn sie davon erzählen wollen, dann sind das meistens auch Geschichten, die unter die Haut gehen, möchte ich mal so sagen, weil es eben Leute sind, die es wirklich erlebt haben und die es häufig auch heute nach so vielen Jahren immer noch ganz, ganz glasklar vor den Augen haben. Ich starte heute hier auf der alten Mainbrücke. Zu dem Livestream selber möchte ich sagen, es ist kein Livestream, wie es sonst einer ist, wo nett geplaudert wird, ein bisschen Witzchen gemacht wird und sich übers Essen unterhalten wird. Ihr wisst, was ich meine. Ich bitte diesen Livestream also nicht für die üblichen Chats und Gespräche zu nutzen, sondern ja, es ist ein Livestream, um Anteil zu nehmen an diesem Schicksalstag unserer Stadt, den Opfern der Stadt Würzburg des 16. März zu gedenken und den Opfern des Zweiten Weltkriegs im Allgemeinen. Trotzdem will ich am Anfang, solange wir noch Zeit haben, es geht ja erst um 21.20 Uhr los mit dem Glockenläuten, mal einen Blick hier reinwerfen, wer von euch dabei ist. Ich mache mich gleich nämlich auf den Weg rein in die Stadt. Luca Richard sehe ich, ist dabei, der steht auch hier gar nicht so weit von mir entfernt, um die Glocken anzuhören. Und der Ralf ist dabei, 1887. Hallo Ralf, ich grüße dich. Matthias, guten Abend auch an dich. Madame Claire, schön, dass du reinschaust. Dann haben wir hier Jürgen ist dabei, Gena ist dabei, schönen guten Abend, Peter Stöcklein, die Brigitte, dann habe ich gesehen, Brigitte Wennemann hat einen super Sticker geschickt, gerade eben schon, herzlichen Dank. Dann haben wir Lapaluli dabei, die einen Kommentar geschrieben hat, der weg ist. Ich habe nichts gelöscht, weil ich noch gar nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu löschen bisher. Muss ich nachher mal gucken. Ein weiterer Supersticker ist von der Elisabeth Curtis gekommen. Auch dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich. Und es sind so, so viele mehr Namen, die noch dabei sind. 188 Zuschauer. Wir haben noch ein paar Minuten, bis es losgeht. 5 Minuten. Ich mache mich schon mal so langsam auf den Weg Richtung Domstraße. Ich habe schon gerade eben beim Weg hierher gesehen, es ist heute viel los, obwohl es erst der 79. Jahrestag ist. Ich denke, heute in einem Jahr, da ist dann der 80. Jahrestag der Zerstörung. Zu diesen großen Terminen, 60, 70, 80 Jahre, wird von der Stadt meistens viel gemacht. Und in der Regel ist es dann so, dass eben ganz besonders viele Leute teilnehmen an diesem Glockenläuten. Und jetzt kann man natürlich sagen, manche sagen ja, ach, muss man da jedes Jahr aufs Neue dran erinnern, wir wissen doch, wie es war und so weiter und so fort. Ich denke, ja, und zwar mehr denn je muss man daran erinnern,
welche Folgen Krieg haben. Also einerseits haben wir, wie alle wissen, einen Krieg. Gar nicht so weit von uns entfernt in der Ukraine sterben jeden Tag Menschen, genau wie die Menschen damals hier in Würzburg auch. Und seit einigen Jahren machen sich immer mehr rechte Kräfte breit, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und ja, da wird ja im stillen Kämmerlein so manches geplant, wie die Korrektivrecherche vor einigen Wochen herausgebracht hat. Überlegt man da im stillen Kämmerlein unter den streng Rechten, wie man Menschen deportieren könnte. Letztendlich genau das Gleiche, was in den 30er Jahren durch die Nazis gemacht wurde, wird da auch überlegt. Und das hat ja dazu geführt, dass in den letzten Wochen sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um ein Zeichen dagegen zu setzen und zu sagen, wir wollen das nicht und wir wollen euch nicht und eure düsteren Gedanken, die menschenverachtend sind. Also von daher denke ich, ist auch das Mahnen und das Erinnern ein ganz wichtiges Ding, was man auf alle Fälle beibehalten sollte, gar keine Frage. Und es ist wichtiger denn je. Es gibt jedes Jahr zu diesem Termin, 16. März, auch eine Ausstellung der Geschichtswerkstatt. Und zwar hier links von mir im Würzburger Rathaus, wenn man die Treppe hochgeht, im Foyer vor dem Ratssaal, hat die Geschichtswerkstatt eine Ausstellung in diesem Jahr rund ums Mainviertel gestaltet mit ganz vielen historischen Fotos, die das Mainviertel, also der Bereich, von wo ich gerade komme, auf der anderen Mainseite, vor und nach dem 16. März zeigen. Wenn ihr Zeit habt, schaut es euch an. Es sind viele Bildtafeln, ganz viele Fotos, sehr interessant, sehr lehrreich. Bilder, die ich vorher noch nie gesehen habe von Würzburg. Ist auf alle Fälle echt sehenswert, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ganz nebenbei bemerkt, es gibt natürlich sowieso die Dauerausstellung zur Zerstörung Würzburgs, ebenfalls hier im Rathaus, im Grafeneckart. Da kommen gerade so viele Leute her, die kommen alle aus dem kleinen Gedenkraum, in dem auch das Thema 16. März behandelt wird. Liebe Leute, nochmal der Hinweis, das ist heute ein Livestream zum Gedenken. Und für alle, die da teilnehmen wollen, bei dem Mahnläuten, das jetzt gleich beginnt, in wenigen Minuten, ich gucke auf die Uhr, 17 Minuten nach 9 ist es, um 20 Minuten nach 9 geht's los. Für 20 Minuten läuten alle Würzburger Kirchenglocken in Gedenken an die Zerstörung unserer Stadt, heute vor 79 Jahren, am 16. März 1945. In den vergangenen Jahren gab es auch immer ein Plakat, das hier am Grafeneckart, dem Würzburger Rathaus, hing. Würzburg hat natürlich auch die Trauerbeflaggung aufgezogen, das ist ganz klar zu diesem Tag, das wird gemacht. Das Plakat, das die Namen aller Toten, die zumindest bekannt sind, zeigte. Seit einigen Jahren gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Vielleicht war es defekt, aber das war auch immer sehr beeindruckend zu sehen, wenn man sich diese schiere Zahl von kleingedruckten Namen angeschaut hat. Das hat vielleicht auch einen kleinen Eindruck davon gegeben, wie viele Menschen diese nur 20 Minuten für Würzburg bedeutet haben. Eine Stadt, die 1300 Jahre alt ist, wurde in nur 20 Minuten vollkommen überflüssigerweise, das muss man natürlich dazu sagen, wenige Tage vor dem Kriegsende zerstört. Es gab zwar vorher auch schon Angriffe, aber dieser eine, der hat es dann ja, sozusagen getan und der hat der Stadt letztendlich den vollkommenen Rest gegeben. Während des Livestreams werde ich euch ein Video einblenden, das das zerstörte Würzburg zeigt. Um das also auch nochmal klar zu machen, wundert euch also nicht, wenn auf einmal Fotos in Schwarz-Weiß laufen, das geht so 2,5 Minuten ungefähr, nur damit auch die Leute, die nicht wissen, worum es hier eigentlich geht und was da heute vor 79 Jahren passiert ist und welche Auswirkungen das hatte, um euch allen das eben auch zeigen zu können. Die Domstraße füllt sich Stück für Stück, nicht nur da, auch in den Straßen rundherum, vor allem vorne am Domplatz. Ich kann da gar nicht mehr geradeaus gucken. So viele Leute sind da vorne schon angesammelt. Wenn ich mal ein bisschen reinzoome, könnt ihr das vielleicht erahnen. Da werde ich mich nicht mit der Kamera reinquetschen, aber ich bleibe natürlich in der Stadt. Rund um die Domstraße werde ein bisschen an der Marienkapelle durch die Gassen laufen, so dass ihr die Glocken des Doms natürlich auch hören könnt. Und vor allem die große Salvatorglocke, die jetzt hier gerade den Anfang macht. Hiermit geht's los. Ich schweige ab jetzt. Thank you.
Ja, liebe Leute, das war er wieder, der 16. März, mit seinem Glockenläuten, dem Mahnläuten zur Erinnerung an die Opfer des Bombenangriffs auf Würzburg heute vor 79 Jahren und in Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, man kann auch sagen, in Gedenken an die Opfer aller Kriege, die es da so gibt. Wie gesagt, nicht weit von uns entfernt in der Ukraine geht es jeden Tag rund. Da sterben jeden Tag Menschen, furchtbare Schicksale, furchtbare Dinge, die die Menschen erleben müssen. Das sollte Mahnung genug sein für jeden. Aber ich warte jetzt mal noch einen kleinen Moment, denn natürlich wollen jetzt alle gehen. Das dauert einen kleinen Moment, bis die Masse sich hier aufgeteilt hat und alle ihre Wege gefunden haben. Es waren in diesem Jahr wirklich sehr viele Leute hier, Wahnsinn. Jetzt geht gerade hinter mir das Licht aus im Restaurant hier, Fischrestaurant von der Nordsee. Gerade eben hatte ich noch eine gute Beleuchtung sozusagen, aber die haben jetzt auch Feierabend, die haben geputzt nebenbei und ich versuche mal hier ein bisschen durchzukommen. Also die Domstraße stand halb voll und hier auch, also das waren locker über 1000 Leute heute. Ich weiß es nicht, wie viel es genau sind, vielleicht sind es auch wesentlich mehr gewesen. Es können auch einige Tausend gewesen sein, ist immer nicht so ganz einfach, sowas abzuschätzen, aber ich glaube, die Zahl ist letztendlich auch wurscht, ihr habt ja gesehen, dass es viele, viele, viele Würzburger sind und die allermeisten auch dabei wirklich schweigen und wirklich Anteil nehmen. Wobei man auch sagen muss, neben mir standen Leute, die sich laut unterhalten und gelacht haben. Das sind immer so Momente, wo ich mir immer so innerlich ans Hirn fasse und denke, lieber Gott, lass die Leute doch verstehen, dass es Momente gibt, wo man einfach seine Klappe halten sollte. Aber man kann nichts machen. Die Menschen sind so, wie sie sind und manche haben da vielleicht einfach kein Gefühl dafür, für so eine Situation. So, ich werde jetzt noch ein paar Meter weiterlaufen, aber gar nicht mehr so weit. Der Livestream heute, der handelt ja letztendlich von diesen Glockenläuten, welches hiermit beendet ist. Und guck mal hier auf den Domvorplatz. Und hinter dem Dom, da stehen die Glockenfreunde, das weiß ich ganz genau. Da sind Aufnahmen gemacht worden. Der Luca steht da, den werde ich jetzt gleich mal besuchen können. Wir hatten uns nämlich vorher schon verabredet und ich habe gesagt, dass ich da gleich mal vorbeikomme. Ja, und ihr seht auch hier jetzt noch, also wie viele Leute es sind. Was für ein Glück, wenigstens die Straßenbahn. Die haben sie in diesem Jahr ausgebremst und haben vermieden, dass sie sich durch die Menschenmassen hindurchquetscht. Die musste halt jetzt mal 20 Minuten stehen bleiben. Man wird es überleben. Es war in den letzten Jahren für viele Menschen, die hier teilnehmen, immer ein Ärgernis, dass die Straßenbahn da noch mit durch muss, unbedingt während dem Glockenläuten und dann auch so die ganze Atmosphäre ein wenig zerstört. Und dieses Jahr hat es geklappt, ohne die Strava. Liebe Leute, ich danke euch allen sehr herzlich fürs Zuschauen. Es waren heute sehr, sehr viele Zuschauer dabei. Weit über 300, fast 400 habe ich, glaube ich, gezählt. Freut mich, dass ihr dabei wart und dass ihr Lust hattet, in dem Sinne Anteil zu nehmen am Schicksal der Stadt Würzburg vor allem. Die Bilder, die ich zwischenzeitlich eingeblendet hatte, waren ja, denke ich, auch mehr als eindrücklich und haben gezeigt, was dieser 16. März für die Stadt bedeutet. Einige Leute hatten hier Kerzen dabei, die sie dann, wie das so oft gemacht wird, nach der Veranstaltung hier vor dem Dom einfach abstellen. Und die meisten, ja, die gehen jetzt wahrscheinlich nach Hause oder vielleicht gehen sie noch in die Stadt. Es ist ja Samstagabend, deswegen war sowieso recht viel in der Stadt los. Es ist natürlich für viele Leute, die damit nichts zu tun haben, ein ganz normaler Tag. Da wird dann jetzt essen gegangen, Party gemacht, was weiß ich was. Oder nicht zu vergessen, in Würzburg ist ja derzeit auch noch Frühlingsvolksfest. Gestern war da ein Feuerwerk zur Halbzeit des Frühjahrsvolksfestes. Geht also noch eine Woche. Das ist natürlich auch noch los und deswegen sind sicherlich auch ganz, ganz viele Leute heute Abend in der Stadt unterwegs. Euch allen also wie gesagt ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Der nächste Livestream kommt bestimmt morgen nicht, denn ich war ja heute unterwegs und da werde ich morgen nicht nochmal unterwegs sein. Das war ja erst gewesen. Danke euch trotzdem fürs Zuschauen und damit sage ich dann Tschüss und Ade bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos. Euch allen einen schönen Abend und einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Tschüss. Du machst es echt gut.